So Leute, es kann schon weitergehen mit Let's Play Spider-Man 3. Ich bin es, euer Name ist Superfix und wir sind Spider-Man! Und ja, wir machen jetzt unsere nächste Aufgabe. So, was haben wir? Die Apokalypse, den Daily Bugle, die Echse und natürlich hier sind wir. Ich würde sagen, die Echse 2 ist am nächsten, das heißt, wir machen die Echse 2. Ja, ich habe irgendwie gerade so ein merkwürdiges Problem. Ich weiß nicht, also immer wenn man das Spiel schließt, landet man beim Daily Bugle, okay? Ist ja nicht schlimm. Aber das Merkwürdige war, irgendwie wurde ich immer beschossen. Ich wollte immer eine Aufnahme starten und irgendwie, egal wo ich stand, ich wurde beschossen. Ihr seht schon, mein Lebensbalken hat das schon abgenommen. Und ich weiß immer noch nicht, was es war. Ich wurde einfach random beschossen. Naja, egal. Im letzten Part, ja, da hat der Spider-Man, auch wenn er es noch nicht gesehen hat, aber wir haben es gesehen, weil wir natürlich wachsamer sind hier als der Spinnenmann, gesehen, dass dieser schwarze Schleim, der mit einem Kometen auf die Erde gekommen sind, den Spider-Man jetzt in seinen Klamotten hat. Noch hat er sich nicht ausgewirkt auf irgendwas, aber ob er das noch tun wird, tja. Ich glaube, alle, die den Film gesehen haben, wissen das schon. Aber, naja, für die, die es noch nicht wissen, die können noch gespannt darauf warten. So, jetzt machen wir aber erstmal die Echse Teil 2. Dr. Connors, sind Sie da? Geht's Ihnen gut? Ach, das erinnert mich auch an meinen Chemielehrer. Scherz. Spinnensinn, oder? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oder was muss ich machen? Spidey? Irgendwas zu sagen? Gute Antwort. Ich muss dahin. Okay, da. Achso, naja, das ist einfach auf meinen. Zack. XP. Okay. So. Okay, jetzt sind wir in der Kanalisation. Und was gibt's in der Kanalisation? Oh nein. Oh. Nichts Gutes. Nichts Gutes. So. So. Nein. So. Gut. Bam. So. Denkt ihr hässlichen Spinnenviecher habt eine Chance gegen mich? Auch wenn ihr mich ankotzt, habt ihr keine Chance, denn ich bin Spider-Schwein. Spider-Schwein. Hängt es von einem Netz. Pass auf, denn es ist ein Schwein. Pass auf. Oder wie hat der Peter so schön gesungen? Wo geht's jetzt lang? Also ich will da irgendwie nicht in... Ach, geh mal einfach mal runter. Scheint mir schöner zu sein, als diese merkwürdigen Schleimtunnel da. So. Also ich glaube, wir sind hier richtig. So. Hallo? Kann man den... Ne, ich glaube, dem kann man nicht mehr helfen. Sorry. Wollt ihr helfen? So, was ist da? Bäh. Die fressen ihre eigenen Tiere. So, und der hat den Typen hier gleich mal mitgenommen. Schade, den konnten wir auch nicht helfen. Jetzt kommen wir sind Spider-Man, wir wollen den Menschen helfen. Okay. Sollen wir uns da rüber schwingen oder... Schwingen wir einfach mal. Schwingen! Oh nein, Quicktime-Event. Quicktime-Event, oh... Ich hasse die Quicktime-Events im Spiel. Habe ich das schon mal gesagt? Hui, Glück gehabt. Nochmal geschafft. So, weiter geht's. Entschuldigt mich, ich muss kurz den Ton bei mir leiser machen. Tut mir leid, aber bei mir war der Ton gerade so laut, ich hab mich selber nicht mehr gehört. So. Ja, gut, dann... was ist mit die? Ah, cool. Sorry, Jungs. Es ist wohl nicht leicht, grün zu sein. Es ist wohl nicht leicht, grün zu sein. Was ist denn das für ein Spruch? So, also, wenn ich das richtig gesehen habe, kommt einfach nach einer Weile wieder ein bisschen Strom. Und, ja, der sollte die doch theoretisch grillen, oder? Naja, so lang tun wir die einfach mal hier von der Luft aus alle machen. So, bam! Bam! Schwing dich da raus! So. Lebt da noch einer? Du lebst noch. Ey, wie überleben die das? Ey, ich sterbe ja fast durch einen blöden Stromschock und die? So. Bam. So, schwingen wir uns mal lieber hier rüber. Wir können ja auch von hier attackieren. So. Einfach, ich glaube, das ist eine gute Taktik, dass wir halt nicht ins Wasser direkt selbst reinkommen, aber die von hier draußen alle machen können. So.
Ey, das Spiel wird immer ätzender. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, langsam bin ich auch dafür, dass wir die hier mal aufhalten müssen. Was ist denn das für ein Klopsding? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie auch Angst, das herauszufinden. So. Echsen alle down? Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Sollen wir das Ding schlagen? So, stört das schon mal nicht. Hä, da lebt ja immer noch eins. Ich dachte, die wird... Ach, die kommen aus den Kokors, so wie es aussieht. Wartet mal. So, ich glaube, die kommen da raus. Get! Ey, die Viecher werden Sekunde zu Sekunde ätzen. So, jetzt sind wir hier oben. Können wir hier oben irgendwas anderes machen? Ja, hier reingehen. Ja, super, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir diese eklige Blase. So, hier sollen wir was machen. Was sollen wir hier machen? Einfach mal da hingehen. Da! Ah, okay. Aber ich habe verstanden, was wir machen müssen. Wir hätten so da. Wir müssen jetzt nur unter Strom setzen. Natürlich sollten wir da nicht selber reinhüpfen, wenn wir das unter Strom. Trinkt ihr Jungs das Abwasser? Also natürlich sollten wir das nicht unter Strom setzen, wenn wir selbst darin sind. So, okay. Dann schwingen wir uns hier weiter. Kommt das wieder ein Quicktime-Event? Bitte nicht. Komm, ich schaff das auch so. Hui! Okay, ich will doch lieber Quicktime-Event. So. Nee, das kriegen wir schon hin. Wir sind ja immer ein Spider-Man. Spider-Man. Peter auf der Wäscheleine ist nicht Peter auf der Wäscheleine, es ist Spider-Man. Spider-Man. So, ich hoffe, wir schwingen hier überhaupt richtig. Ja, passt schon. Wird schon passen. Der sieht gemein aus. So. Aber auch kein Problem für uns, denn wir sind Spider-Man. So, ist genauso wie in meinem Batman-Projekt. Also, auch wenn ich das wahrscheinlich noch nicht hochgeladen habe. Da sage ich auch immer, ich bin Batman. Und hier muss ich immer sagen, ich bin Spider-Man. Oder den Peter auf der Wäscheleine-Song singen. Was schießt mich hier? Was will ich hier die ganze Zeit abschießen? Was für die Viecher? So. Bam. Bam. So. Nee, da. So. Oh, das hat gesessen. So, jetzt machen wir unser Jojo hier. Zack. Ey, Mann, du kotzt mich. Ich will nicht angekutzt werden. Ganz ehrlich, ich kotze euch doch auch nicht an. So, machen wir wieder diese Kokos da kaputt. Ich weiß nicht, ob wir die damit stoppen, aber ich glaube, die kommen da raus. Sind Viecher sind so ätzend. Schaut euch an. Das wird doch jetzt größer und dann, schätze ich mal, kommen die da raus. Ja, da ist doch gerade einer rausgekommen, oder? Hui! Ha, ha. So, der ist down. Sind da oben noch welche? Ja. So, machen wir die auch noch kaputt. Ich glaube, die sind kaputt, oder? Ja, sind sie. So. Dann komm her, mein Freund. Bam. So. Weg und weiter geht's, würde ich jetzt mal sagen. So. Wir müssen ja nicht hier mit jedem kleinen Tierchen hier kämpfen. Boah, ey, wie eklig das hier aussieht. Ganz ehrlich, schaut euch das mal an. Über Schleim, Schleim, Schleim. Alles so Schleimscheiße. Nee, so, komm. Bam. Kein Problem. No Problem. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. So. Ich war. Ah. What the hell? Assi wie ich. Hüpf mich da von der Seite an. Ey, ich bin Spider-Schwein. Man. So. Und Quick-Time-Event. So. Ja, okay. Eigentlich ist das normale Schwingen schon besser. Auch wenn das jetzt natürlich cooler aussieht, aber. Wenn ich selber schwinge, dann ist das viel besser. So. Gut. Ich weiß gar nicht. Also, ich schätze mal, wir jagen eigentlich dem Doktor hinterher. What? Wieder so ein Viech. Ist nicht lustig. Ich hüpfe euch auch nicht von der Seite an. Ich hüpfe euch jemand von oben an. So. Oh nein. Oh nein. Hilf ihm doch, Spider-Man. Hilf. Ey, du bist ja auch so ein Genie. Ey, anstatt dass du da hinläufst zu den Menschen. Nee, 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 nee. Ich pass lieber auf mich selbst auf. Nee, ist eigentlich ganz gut. Ja, stimmt schon. Mir ist auch lieber bis Spider-Man. Gut. Ja, klar, Mann. Eine Nanosekunde habe ich Zeit, um da zu reagieren. Ey, das konnte man nicht schaffen, Leute, das konnte man nicht schaffen. Was tun wir jetzt? Ah, okay. So. Dann müssen wir, so wie es aussieht, die brennenden Fässer nehmen und auf das Ding da werfen, was es auch immer sein mag. Wir können aber auch den werfen.
Einfach mal so Spaß, so. Bam! So. Aber dafür kommen natürlich dann ein paar Gefolgsviecher raus. Ich wollte gerade Gefolgsmänner raus sagen. Aber ich glaube, Männer kann man zu denen nicht sagen. Was sind das überhaupt? Echsen einfach. So! Und kaputt? Ja, das ging ja. Das war ging ja. Schnell, leicht, wie auch immer. Boah. So, wollen wir die Karkasse noch kaputt machen? Machen wir einfach mal. So. Bam! Ich hoffe, du bist kaputt. Du bist auch kaputt. Ich weiß gar echt nicht, ob wir die kaputt machen müssen, aber die sehen so ätzend aus. Ich mag keine ätzenden Sachen. Das, glaube ich, ist kaputt. Ach, egal. So. Schlagen wir die einfach mal kaputt. Einfach mal aus Protest. Schau dir an, aber es sieht so aus, als würden da welche raus wollen. Von den Viechern. Und ich will die nicht, dass sie rausgehen. So, wo müssen wir eigentlich lang? Ah, durch die Tür. So. Okay. Durch die Tür. Was erwartet er uns? Ich hätte darauf wetten eigentlich können, dass der mich von der Seite anhilft. Jetzt. Was bist du denn für einer? Oh, habt ihr den gesehen? Aber dann stört es gar nicht, wenn wir mit Netzen hier an beschießen. Das ist gemein. So, dann machen wir es halt auf die altmodische Art und Weise. Bam! Und backen ihn in der Wand fest. So macht das Spider-Man. In der Wand festpacken. So, jetzt hilft mich jemand an. Okay, doch nicht. Wo lang? Darunter? Ich glaube echt darunter. Okay, mal gehen wir darunter. Ich würde sterben. Hey! Wir leben! Wir leben! Cool. Ah, cool, da war sogar Leben. So kennt sich das immer. So. Bam! So. Aber die Viecher sind nervig, weil die machen meistens eigentlich nur ihre Spuckdinger und denen können wir nicht ausweichen. Das finde ich echt nicht so cool. Sondern gefälligst mehr Attacken machen, die wir auch kontern können. So. Das Viech ist down und das Tor aufmachen. So. Kein Problem. So, wollen wir überhaupt, dass das Tor aufgeht? Jetzt sind ja noch mehr von den Viechern. So, dann machen wir die halt auch nur schnell alle. Ist ja nicht vielleicht irgendwie wieder so eine Lampe, die wir kaputt machen können? What the hell? Hüpfen mich hier gleich Gott und die Welt an. Bam! Jetzt, ich bin doch ausgewichen. Dann machen wir mal die Netz-Jojo. Sieht so schlecht aus, einfach das Netz-Jojo. Ist da eine umgekippt oder? Da war doch nur einer. Hä? Habt ihr das gesehen? Der eine ist einfach umgekippt, oder? Habe ich mir das eingebildet. Ich wette, der hüpft mich jetzt an. Zieht mir voll viel Leben ab. Okay, dann eben nicht. So, was kommt jetzt? Doktor. Das ist doch der Typi-Doktor, oder? Typi-Doktor. Ah. Sind sie ja wieder meine Freunde. So. Ah, cool, hier ist auch was wartet. Sorry. Bin gleich wieder da. Jetzt kotzt mich nicht alle an. Ey, ganz ehrlich. Ihr könnt mich ja hauen, aber nicht ankotzen, Leute. Ich habe eine Regel. Niemals jemanden ankotzen. Das kürzt sich einfach nicht. Ich kotze euch doch auch nicht an, oder, Leute? Wer? Spider-Man kotzt die Gegner an. Ah, oh, das wäre gut. So, machen wir die Dinger kaputt. Ich weiß immer noch nicht, ob wir das eigentlich müssen, ob das irgendwas bringt, aber machen wir es einfach mal. Ich habe jetzt auch keinen Bock, ehrlich gesagt, daraus, dass dann aus denen hier 100 von diesen Reptilien-Dingern da kommen. Echsen, wie auch immer. So. Bam. So, wo ist er? Ah! Bam. So. Wollt ihr immer noch mehr? So, und jetzt hier. Bam. So. Hä? Was? Hä? Lebt er noch oder ist er tot? Was war denn, wenn ihr die ganze Zeit auf den noch einhaut? Schau, ich sag doch, die kommen aus den Nestern. Weil wahrscheinlich haben wir das übersehen und deswegen ist der hier geschlüpft. So. Wer sieht das ätzend hier alles aus? Wer? Ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das Spiel ist ab, ich weiß nicht, 6 oder 12. Und trotzdem ist es 100-mal so schlimm wie Batman. Batman ist ab 16. Ganz ehrlich, allein schon wegen diesen ekligen... Ach, Schleim. Ich hasse Schleim, Leute. Ich hab nichts Schlimmeres als Schleim. Jeder, der von euch Ghostbusters bei mir gesehen hat oder gespielt hat, der weiß es. Schleim ist scheiße. Oder wo gibt's noch Schleim? Alan Wake, diesen schwarzen Schleim, der war auch richtig nervig. So. Wir gehen jetzt einfach mal darüber und ich... Ah, gut, da geht's weiter. So. Komm, Spidey. Spidey. Ah, da ist der Onkel Doktor. Onkel Doktor. Onkel Doktor mag uns nicht mehr. Ja, Leute, aber leider müssen wir jetzt, Cool, zieht man mit denen so viel Leben ab. Das ist aber cool.
Bam! Leider müssen wir jetzt aber einen kleinen Cut machen. Wir bewerfen die einfach nochmal mit ein paar Sachen hier, einfach aus Bruder Langeweile. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Spider-Man. So, aber die kotzen mich jetzt erstmal an. Die muss ich noch töten. So, die kotzen mich hier an. Und Nehmer kotzt mich an! Ich hasse es, angekotzt zu werden. So, Leute, wir machen jetzt einen kleinen Cut und sehen uns dann das nächste Mal bei Spider-Man. Und backen uns hier hoch. Wie auch immer, jetzt sehen wir Spider-Man von innen. Da ist nicht so viel drin. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Dem Simafix. Ciao.